Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potato. Das letzte Mal haben wir den schönen Pazifisten gemacht und somit den Unternehmer bekommen. Wäre schon cool, aber ich denke, ich gehe auf den Sprinter. Nahkampfschaden und Tempo. Der einzige Nachteil bei ihm ist halt, dass wenn er stehen bleibt, hat er minus 100% Rüstung. Und zu ihm nehmen wir Shuriken. Der Sprinter ist schnell, Shuriken, Ninja waren schnell. Ich denke, das ist eine gute Logik. Okay, der Trick bei ihm ist einfach schnell sein. Ich habe schon 15 Nahkampfschaden. Einfach so. Stimmt, wie hoch ist die Crit-Chance? Nur beim Crit prallt er ab. 35%ige Chance. Ja, 35 ist in Ordnung. Für den Anfang. Okay, ernten. Definitiv ernten. Shuriken. Ja, boah, ja, mit dem wäre Reichweite gut. Den Schaden nehme ich mir trotzdem mit. Aber ich muss gleichzeitig versuchen, eine hohe Reichweite zu haben. Einfach, dass ich über das ganze Feld her alle treffen kann. Auch mit dem Abprallen. Ich weiß nicht, ob die Reichweite denn neu zählt oder ob die weiter zählt. Ja, Brand können wir auch mitnehmen. Prozent Schaden. Shuriken. Und mein sechster Shuriken. Okay, und mit dem Sprinter wäre der Stromkraftwerk super. Oder nur Kraftwerk. Ich vergesse es jedes Mal. So oft wollte ich den, so oft habe ich den Namen gelesen, aber ich vergesse es echt jedes Mal. Schon bemerkenswert. Okay, Crit-Shocks, ernten, Shuriken, mehr Leben, noch ein Shuriken, und was macht er? 3% mehr Crit, mehr Schaden und Abprallen weiterer. Okay. Das hat was, mehr Gegner hat sowieso was. Ja toll, da wo ich das mache, kommen jetzt die Fernkämpfer. Ich muss aufpassen, ein Schaden und ich bin hinüber. Und zwar endgültig hinüber. Oh, ich habe wieder zum Glück was geheilt jetzt. Aber auch nur wegen Item und nicht wegen irgendwas anderem. 8 ausweichen, da kann man nicht nein sagen. Wieso habe ich so viel Rüstung? Ah, der hat ja grundsätzlich weniger Rüstung. Nicht gut. Das war gar nicht gut. Ich darf nicht vergessen, ich darf mit dem nicht stehen bleiben. Okay, mit dem brauche ich echt eine große Reichweite, damit er halt mehr Leute trifft aus einer größeren Reichweite. Gerade weil ich mit dem so viel rumlaufe, ist das mit der Reichweite bei dem wirklich wichtig. Dass er die ganze Zeit angreift. Dass möglichst wenig Gegner auf der Karte sind.
mit dem Versuch, ein bisschen Reichweite zu priorisieren. Natürlich würde Tempo über alles gehen. Das ist keine Frage. Brand. Shuriken. Noch ein Schulden und Rückstoß. Der Rückstoß ist super. Rückstoß ist auch ein Gegenstand, da sagst du nie Nein zu. Der ist einfach nicht schlecht. Der passt zu jeder Waffe. Die Gegner müssen zurückschießen, damit du mehr Zeit hast. Da kann man nichts falsch machen, meiner Meinung nach. So, das ist so ein Gegenstand, den nimmst du mit, wenn du ihn siehst. Da sagst du nicht Nein zu. Da muss schon wirklich was sehr Gutes im Laden sein, dass ich das nicht mitnehme. Oder zumindest nicht sperre. Schön ist, wegen dem Brand kann ich jetzt auch ein bisschen auf Elementarschaden gehen. 9 mehr Leben. Reichweite schön und gut, aber Überleben ist halt. Hier Brand wird 15% schneller aktiviert. Es ist immer so eine Sache. Ja. Man muss es ja auch jetzt nicht übertreiben. Und zwar wirklich nicht. Die Schulden sind echt gutes Item. So ganz nebenbei. Die Angriffsgeschwindigkeit lässt zu wünschen übrig. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Besonders wenn man denkt, dass ich bei kritischer abprallt und mehrere Leute angreift. Dann lohnt sich es nur umso mehr. Ja, hier mit dem Einsammeln wäre es auch nicht doof gewesen. Okay, 10 Glück. Ja. Noch ein Shuriken. Shuriken, Gegner verlangsamen. Mehr Gegner, Rüstung, Heilung, Schaden. Ja. Oha. Okay, das haben. Boah. Wow. Das war mein Erlebnis. Ja, den Gepanzerten tun sie nicht so leicht. Ich habe noch immer so wenig Reichweite. Ich muss wirklich auf Reichweite gehen. So viel mehr auf Reichweite. Ich würde gerne mit dem die 300 Reichweite schaffen. Hier, Reichweite. Rüstung, dann bin ich gleich erhöht. Heilung, Schaden. Noch ein auf Brand. Nahkampf, Schaden und kritischer. Stimmt, ich habe viel zu wenig Crit. Das heißt viel zu wenig, 60%ige Chance. Ist okay. Geht besser, aber ist okay. Nur mit der Reichweite, das muss ich mir überlegen, wie ich das mit den 300 schaffe. Dann habe ich auch schon die meisten Charaktere freigeschaltet.
Dann sind nur noch die 2-9 übrig, wenn ich das geschafft habe. All diesen. Nein, ich habe noch das mit dem minus 5. Stimmt, ich habe noch das mit dem minus 5% LP-Regen. Oh, da muss ich noch gucken. Hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht jetzt. Mit wem nehme ich die? Am besten wäre es mit den schnellen Waffen wie die MG. Vielleicht mache ich das mit dem Soldaten. Crit-Chance. Ja. Ausweichen. Crit und Elementar. Und noch ein Shuriken. Ah, den Nahkampfschaden. Na doch. Nein. Hat sich nicht so gelohnt. Perfekt, schon ein Item bekommen. Okay, ich hätte doch das mit dem größeren Reichweite-Radius nehmen sollen. Liegt immer so viel Geld rum. Das kann ich gar nicht alles einsammeln. Nochmal 10% Crit. Nein. Das ist ein Todgegenstand bei dem. 12% Schaden. Elementarschaden. Okay. Brand. Schuriken. Jetzt dreimal abprallen. Ja, dann kombinieren wir es natürlich. Nochmal, zack. Ja, und das... In 4 Runden hat sich das wieder von allein gezahlt. Ja, und auf Dauer bekomme ich wesentlich mehr, also nehmen wir es. Gerade auch hier am Ende, wenn ich das habe, das lohnt sich aufs ganz andere. Stimmt, wie viel Prozent Chance ist das jetzt? 94. Ja, meine Reichweite muss ich noch um 250 erhöhen, wenn ich den freischalten will. Ich habe noch ein bisschen wenig Leben, so insgesamt. Aber wenn ich ein gutes Item kriege, ist das auch wieder gut. Hier das mit dem Alien mit 15% Leben. Also 50 Leben braucht man schon. 80 wäre super. Also mehr als 80 braucht man wirklich nicht. In den normalen Fällen. Aber 50 so minimal. Im Endgame. Also 50 ist Pflicht. Rüstung... Ja, auch mindestens 5, so 10, 15 wären viel besser. Ich würde eher 10 gehen. Oh, Reichweite. Okay. Der Traktor, zack, zack. Schulken, Radius und Ernte. Na. Okay, sperren wir. Jetzt kommt die schöne Horde. Ich bin jetzt gleich am Anfang in den Gegner reingelaufen. Mei, war das doof. Stimmt, wie viel Schaden mache ich eigentlich? Ich habe 4 Stück.
eine 50%ige Chance, 9x3 Schaden zu machen. Hat was? Ich muss nur darauf achten, mit dem hier durch die Gegner zu laufen. Ja, nicht durch die Gegner, sondern zwischen den Gegnern. Aber mit dem Tempo ist das... Eigentlich kein Problem, wollte ich sagen, aber anscheinend ja doch. Anscheinend ist das sogar ein großes Problem. Ah, jetzt geht's. Ja, um den Tempo ist es schade. 30 Reichweite. Okay, gucken wir mal, wie hoch das ist. Okay. 96. Schneller. Prallt viel mehr ab und macht halt 10 Schaden mehr. Hat keiner gesehen schon wieder. Hier, der ist super. Der ist auch gut. Und weiter. Aber gerade das mit dem Tempo ist super. Sogar sehr super. Wenn ich jetzt den Generator genommen habe, mache ich nochmal viel mehr Schaden. Meine Reichweite ist auch schon auf 120. Fehlen noch 180. Mein Leben hat auch irgendwann die 50er erreicht. Ist mir gar nicht aufgefallen, wann. Das ist mir wirklich gar nicht aufgefallen. Das überrascht mich gerade ein bisschen. Tempo. Das ist gut. Vereint beides, was ich brauche. Okay, erstmal hier. 43. 56. Okay, leider 20 Reichweite runter. Aber der Schaden kann ich nicht nein sagen. 56. 65. Ja, aber meine Reichweite hat leider ein bisschen gebüßt. Genauso wie Sammelradius. Ich mache ja nochmal mehr Schaden wegen dem hier. Und da ich mache so viel Schaden. Wie viel ist mein Crit-Chance? 92. Ich brauche noch 8% Crit. Ja, weil ich mehr davon habe, 12%. Wohl oder übel. Aber der Sprinter ist super. Mit dem lässt sich echt sehr gut spielen. Ich glaube auch, wir haben echt gutes Glück. Wir haben nur 1% Glück und ich habe einen Legendären bekommen. Hat schon was zu bedeuten. Glück bringt was, aber theoretisch, wenn du auch so einmal richtig Glück hast, brauchst du es nicht. Aber dafür brauchst du halt Glück und darauf kann man sich nicht verlassen. Zumindest ich kann mich darauf nicht verlassen. Angriffstempo. Damit das wieder ein bisschen ausgeglichener ist. Okay, Nahkampfschaden nicht wirklich. Minus 10% Gegner weiß ich nicht. Hier, Crit-Chance.
Shuriken und 8% Ausweichen wieder. Ich habe das Ausweichen wirklich nur durch dieses Jettern. Ich meine, funktioniert also. Ich beschwere mich nicht. Sogar ganz und gar nicht. Stimmt, das ist jetzt meine Crit-Chance. 95, 91. Ja, noch einmal die Sonnenbrille wäre nicht schlecht. Sonnenbrille wäre sogar eigentlich sogar ein zu viel, aber die wäre nicht schlecht. Dann wäre es ausgeglichen, abgeglichen. Dann habe ich es auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde den Schuriken schon noch einmal finden. Das sollte ich dann noch wieder haben. Wir könnten noch ein bisschen auf Angriffstempo gehen. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Ganzen. Okay, neu laden. 9 Leben. Ja, doch. Okay, zack. Zack. Der Turm zum Heilen. Na, 5 Runden müsste ich mit dem noch überleben, dass sich's lohnt. Und das tut's leider nicht mehr. Zack, zack. Ja, schon wieder geht die Reichweite weg. Ich fass es nicht. Hier perfekt. 30 Reichweite. Auch wenn es minus 2 Elementarschaden ist, aber auf die kann ich ganz ehrlich auch verzichten. Ich habe noch nicht mal die Hälfte der Reichweite, die ich haben möchte. Das ist ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Weil wenn ich mit dem soll ich sonst 300 Reichweite schaffen. Ich muss versuchen, mit dem auf Level 25 zu kommen. Ab 25 bekommt man ja, wenn man Level steigt, einen 100%igen, ist mir zumindest jetzt aufgefallen, 100%igen legendären auf Verbesserungs-Auflevel-Bonus, so. Wenn ich dann so lange neu rolle, bis ich legendär kriege, von Reichweite, sollte das funktionieren. Hier definitiv auf Reichweite. Ist mir egal, wie viel Geld ich ausgeben muss. Zack, zack. Jetzt habe ich 37 Ausweichen und fast 200 Reichweite. Ja, würde ich nicht immer so viel Minusreichweite bekommen, weil ich die Items brauche, wäre ich schon viel, viel weiter mit der Reichweite. Wäre ich wahrscheinlich sogar kurz vor den 300. Aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben. Auch wenn es natürlich schön wäre. Boah, wenn ich einmal getroffen, nehme ich so viel Schaden, wo ich mich die ganze Zeit bewege. Ich habe halt noch nicht wirklich eine Rüstung. Oh, verlangsamen die Gegner ist sehr gut. Das Glück nehme ich mir. Pro. Ja, das ist halt. Ich sag's dir, weißt du, das ist perfekt. Ausweichen und Angriffstempo pro Ausweichen. Das sind nochmal 20% mehr. Das sind also 94 Angriffstempo. Da kann ich nicht nein sagen. Aber macht halt meine Reichweite wieder
Einfach am Arsch. Ja. Jakob, 0,33 jetzt. Also wirklich, die greifen jetzt mehr als doppelt so schnell an. Ja, klar mit. Hier 94% Reichweite, Tempo. Also halbiert meine Zeit zum Angreifen für die. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, Reichweite muss ich nehmen. 140. In zwei Ones. Weiß ich nicht, ob ich das... Ne, sieht schlecht aus. 140. Da muss ich jetzt schon anders Glück haben, um das zu erreichen. Ich meine, ich habe das eine schon in der Tasche. Die 20 Reichweite, aber... Sieht sehr, sehr düster für mich aus hier. Mit meinen 300 Reichweite. Ich meine, der One allgemein super. Der Gegenstand super. Ich weiß eh nicht, ob ich es geschafft hätte, die 300 selbst ohne den Pulli. Aber jetzt, ja, guck mal, wie ich die Gegend einfach platt mache. Das ist... Mega One. Das ist halt nicht das, was ich 100% wollte. Ich muss halt auch irgendwie die Charaktere freischalten. Irgendwie... Oh, Reichweite. Könnte... Normalerweise würde ich auf Tempo gehen, aber... Ich brauche die Reichweite. Komm schon. Gib mir was mit Reichweite. Ja, ich muss nehmen. Ich habe mein ganzes Geld schon Ja, ich habe schon mein ganzes Geld dafür ausgegeben. Viel zu viel. 100 Reichweite, ne? Niemals. Kann es nicht geben. Kann es einfach nicht geben. Egal wie man es dreht und wendet. Diese Art von Reichweite, die 100. Müsste ich jetzt, keine Ahnung, zwei Level steigen, jeweils Reichweite 45 kriegen. Und dann mit Glück noch ein Item. Dann wäre es vielleicht drin, aber sonst kann ich das vergessen. Wäre ich hier noch so ein, zwei Items finden mit einem Baum oder so. Aber sieht nicht so aus. Ja. Zack, zack. Ja, mit dem Elementarschaden. Schon wieder, der ist so gut, das Teil hier. Ja, scheiß auf die Reichweite, ganz ehrlich. Sechs Rüstung, das wäre jetzt am Ende nochmal super gewesen. Das wäre wirklich gut gewesen. Ja, definitiv auf ihn gehen. Den besiegen wir. Ja, guck mal, wie viel Schaden wir machen. Er greift auch so schnell an. Der Pulli ist halt einfach Gold wert. Zack, besiegt. Also, es war wirklich, das war jetzt der leichteste Bosskampf, den ich je hatte. 10% Tempo und Lebensabzug. Auch ein sehr gutes Item. Ja, das war der Sprinter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.